Servus und guten Abend, meine lieben Freunde und Abonnenten. Hier sind wir wieder bei Let's Play Dragon Quest 8. Und wir starten den Part auch gleich mit einer schönen, erfreulichen Nachricht. Unser Sephiron ist auf die Stufe 10 gekommen. So, das LP Maximum steigt um 7, die MP um 3. Ja, die Stärke um 3 und die Weisheit auch um 3. Und er erhält 3 Talentpunkte, mit denen wir unseren Faustkampf verbessert. Und er wird zu einem Muskelprotz. Sephiron erlernt die Steinschleuder. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der Pestpilz, den wir getötet haben. Ja. Lässt uns ein Stückchen Käse. Ich will gar nicht wissen, warum ein Pestpilz Käse geben sollte. Ganz ehrlich, liebe Freunde. So, nach diesem Part werde ich auch schon wieder eine Aufnahmepause einlegen. Ganz einfach, weil ich keinen Speicherplatz mehr habe. 400 GB sind auch wieder weg. Und ja, was soll man dazu sagen? So, mit dem Jangus konzentrieren wir uns einmal. Mit dem Sephiron greifen wir an. Also mit dem Schwert nehmen wir 12 Schaden. Okay. Das sind nur ein paar Testzwecke, die ich jetzt hier mache. Das Kupferschwert legen wir ab. So, jetzt kämpft er mit der Fäusten. 12 Schaden haben wir gesagt, ne? Ja, der Youngest one-hittet den natürlich. So. 8 Schaden, okay. Also, trotz wir eine Steinschleuder gelernt haben, die für... Ja, ich würde mal sagen, für Faustkämpfer gemacht ist, die ohne Waffen kämpfen, sind wir momentan noch nicht in der Verfassung, diese zu benutzen, weil einfach unsere Fäuste noch ein wenig zu schwach sind. Betonung auf noch. So, wie ich gesagt habe, dies wird wohl der letzte Part sein, bis ich wieder eine Aufnahmepause mache, da mein Speicher halt voll ist. Und ich freue mich schon aufs Rendern und auf die Parts, die ich raushauen kann und auf eure Kommentare und Votes und Rückmeldungen und was auch immer. Es ist Nacht, deshalb wird wohl wahrscheinlich Jessica nicht da sein. Oh, was machst du denn hier? Oh, ihr seid zurück. Ihr wart ja eine Ewigkeit fort. Ich hab schon angefangen, mir Sorgen zu machen. Also, wo ist Jessica? Wirklich? Ihr habt sie also im Turm gesehen? Nun, das ist nicht gerade brillant, aber wenn sie gesagt hat, dass sie zurückkommt, dann soll es mir recht sein. Danke für eure Hilfe, Sephiron. Zu Beginn wart ihr ein wenig lästig, aber ich glaube, ihr seid schon in Ordnung. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Ich habe in der Schenke nachgefragt, ob ihr die Nacht dort verbringen könnt. Mesh und ich haben unser Taschengeld zusammengelegt, um für euch zu zahlen. Also solltet ihr das Angebot auch annehmen. Wow, danke schön. Sehr nett von euch. So. Hallöchen, guten Abend. Ich würde gerne hier pennen. Ihr seid... Boah, Moment. Ihr seid noch spät auf den Beinen. Ihr müsst erschöpft sein. Bangers haben mir gesagt, ihr würdet vielleicht hier übernachten. Ich nehme an, ihr möchtet euch nun zur Ruhe legen? Ja. Schlaf gut. Dankeschön. Und König Trout baut immer noch an seinem Gerät rum. Keine Ahnung, was das für ein Ding sein soll. Naja, bald werden wir es erfahren. So, ja, wir haben gut geschlafen. Danke für die Nachfrage, ne? Und jetzt rennen wir zur Villa hoch, um zu gucken, was da los ist. Es könnte auch sein, liebe Freunde, dass dieser Part wieder ein wenig kürzer wird. Das geschieht immer, wenn mein Speicher ausgeht. Und ja, es könnte also sein, dass dieser Part knapp 15 Minuten lang wird und nicht länger. Brauchen wir aber auch gar nicht unbedingt mal so viel länger, weil die Geschichte jetzt ziemlich schnell vorangeht. Wow, wie ähnlich sich die zwei sehen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Hold on there. This is a family matter. The lady will attend to you shortly. Halt die Fresse, du Pinsel! I'm going to ask you again, Jessica.
Are you entirely bereft of compassion? Will you not mourn your own brother's death? Not this again! Of course I'm sad! I can't believe I even have to say it. But all you can think of is tradition and family obligations. I'm talking about avenging his murder! Avenging? You will stop this foolishness this instant. You are a young lady, not a warrior. Wenn ich gerade mal so erwähnen darf, nicht nur die Gesichter ähneln sich von Mutter und Tochter. Alter Schwede! Do you really think Alistair would have wanted this? You will mourn your brother's death like a proper lady. It's our family's way. Mami, ich würde aufpassen. Wenn du deine Tochter wütend machst, platzt dir vielleicht noch so ein Blusenkopf und der könnte sich für deine Augen als nicht gerade gesund erweisen. Our family's way? Who cares about our family's way? I don't expect you to believe me, but Alistair spoke to me. He told me to follow my heart. That's why my mind is made up. I don't care about the consequences. I'm going to make Alistair's murderer pay. Very well. It's obvious there's no talking to you. But as far as I'm concerned, I no longer have a daughter. I want you out of this house at once! Fine! I was planning on leaving until you came to your senses anyway! Bangers! Mash! Let me through! I'm getting my things! Wow, wie schnell sie sich umgezogen hat, ne? Alter. I'm sorry for not telling you the truth before. Forgive me. Are you really leaving, Jessica? Yeah, I am. And I want you two to watch over the village while I'm gone. Alistair told me this would happen. He said you two would protect the town and grow up to be famous warriors. Come on, chin up. Your mission guarding my room is over. I want you to patrol outside from now on. Yes, sir! Alter Schwede! Oh. Well, I'm leaving. Thanks for being such a great mum. Have a nice life! Hart. Hart wie... Ich sag's jetzt mal nicht. Und den schwuchtligen Typ lässt sie einfach da oben stehen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Dass er sie in keinster Weise interessiert. Ja, wo sie nun wohl hin ist, die liebe Jessica mit ihren straffen Kleidungsstücken. Ach, liebe Freunde, wisst ihr, als ich dieses Spiel als Kind gespielt habe, konnte ich keine Minute lang wegsehen, wenn ich Jessica gesehen habe. Naja, zugeben könnt das ja. Sie hat schöne Brüste. So, wir gehen in dieses Haus, also nicht nur in die Brüste, also hier. Allgemein, ihre Figur ist ja der Oberhammer, schon fast unrealistisch. So. Halt eben eine richtige Sexbombe. Gibt's hier noch was drin? Komm schon. Was? Bin ich jetzt umsonst in dieses Haus gekommen? Ey, Mann, versteck mal Sachen in deinen
Schränken oder Töpfen, dass ahnungslose Reisende hier nicht umsonst reinkommen. Doofe Kuh.